Liebe Freunde, liebe Gegner, ich frage als erstes mal, hört ihr mich ganz hinten? Liebe Freunde, ich danke euch allen für die Mühe, die ihr euch gemacht habt. Ihr kommt ja aus der Schweiz, aus Österreich, aus Italien und aus allen Ecken Deutschlands. Danke, dass ihr hierher gekommen seid. Danke, dass ihr dieses Signal setzt. Das ist ein Signal der Ermutigung. Das ist ein Signal für Deutschland. Aber es ermutigt auch mich, weil dieser Weg, den wir gemeinsam gehen, ist lang und er ist auch schwer. Also, Dankeschön. Wir alle stehen hier, weil wir Frieden wollen, weil wir Entspannungspolitik wollen statt Konfrontationspolitik, weil wir Abrüstungspolitik wollen statt Aufrüstungspolitik. Und ich sage das ganz offen, weil wir uns fragen, ob die NATO wirklich noch gut ist für Deutschland. Oder ob das Modell der bewaffneten Neutralität, wie es die Schweiz hat und das der Schweiz Jahrhunderte des Friedens gebracht hat, nicht besser wäre für Deutschland. Anders als die Schweiz zieht uns die NATO in immer neue Kriege hinein. Und deswegen stelle ich die Frage hier, für die ich schon mal von Facebook gesperrt worden bin, weil ich diese Frage stelle. Und alle müssen diese Frage sich stellen. Und wir stellen diese Frage auch der Sicherheitskonferenz, die ja wenige Kilometer von uns entfernt ist. Und jetzt liefern wir also schwere Waffen an die Ukraine gegen Russland. Ich finde, das ist angesichts der 27 Millionen Bürger der Sowjetunion, die wir Deutsche getötet haben, ein moralischer Skandal. Ich finde, kein Russe darf jemals mehr durch deutsche Waffen getötet werden. Waffenexporte widersprechen im Übrigen auch ganz eindeutig der Präambel unseres Grundgesetzes, die von allen und auch natürlich von der Bundesregierung ganz besonders verlangt, wir haben alle dem Frieden zu dienen und nicht dem Krieg und nicht den Amerikanern und nicht der Rüstungsindustrie. Die Ampel verstößt mit der jetzigen Politik, die mich jeden Tag dazu bringt, mich zu kneifen und zu denken, hallo, wann wache ich auf aus diesem Albtraum? Euch geht's wahrscheinlich ähnlich. Dass man sagt, es kann doch gar nicht wahr sein. Das, was die Ampel macht, ist, weil ich Ihnen ja gerade die Präambel vorgelesen habe, verfassungswidrig. Wir haben dem Frieden zu dienen. Deutschland muss Friedensstifter sein und nicht Waffenschieber. Der Chef der hier in der Nachbarschaft tagenden Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, den ich persönlich gut kenne, von meinen Gesprächen im Kanzleramt, der hat gesagt, die Lieferung von Kampfpanzern sei eine moralische Verpflichtung Deutschlands, wörtlich. Nein, Herr Heusgen, das ist keine moralische Verpflichtung. Unsere moralische Verpflichtung ist, dem Frieden zu dienen und nicht Panzer nach der Ukraine zu schicken. Und wenn sich deutsche Politiker
wie Baerbock, Hofreiter, Strack-Zimmermann oder Merz trotzdem begeistert für Panzerlieferungen an die Ukraine und gegen Russland einsetzen, dann kann man sie ja als Begleitpersonal wieder an die Front schicken. Die Panzer müssen ja gewartet werden und regelmäßig gereinigt werden. Das wäre mal ein Job für die Baerbock. Aber wenn es darum ginge, an die Front zu gehen, würde man wahrscheinlich sehr schnell sehen, wem es wirklich um die Ukraine geht und wessen Ziel es nur ist, Russland fertig zu machen. Ich glaube, von diesen Leuten, stellen Sie mal Leuten, wird sich keiner freiwillig melden, wenn sie bei den Panzern mitgeschickt würden. Das sind, Entschuldigung, wenn ich das sage, Maulhelden. Unser, euer Motto heißt, nie wieder Krieg. Nie wieder Krieg. Und ich weiß, wovon ich rede, weil ich alt bin wie der Winter und noch miterlebt habe, als fünfjähriges Kind, wie in meiner damaligen Heimatstadt Hanau 279 Flugzeuge der Royal Air Force in weniger als 17 Minuten meine Heimatstadt Hanau in Schutt und Asche gelegt haben. In weniger als 17 Minuten. Ich habe miterlebt, wie über 2000 Hanauer im Feuersturm jener Nacht verbrannt sind, wie meine Spielkameraden in herunterhängenden Elektroleitungen hingen, tot hingen. Und wir haben uns damals geschworen, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder deutscher Krieg, nie wieder durch Deutschland. Wir stehen alle hier. Wir stehen nicht unseretwegen hier. Ihr, ich, wir stehen alle hier, um die deutsche Bevölkerung davor zu schützen, dass sie so etwas noch einmal mitmachen muss. Nie wieder Krieg. Das war unser Schwur damals. Jahrzehntelang haben wir diesen Schwur durchgehalten, bis zu Kohl. Kein Krieg, keine Kriegsbeteiligung. Jeder, der an der Macht war, hat versucht, sich rauszukaufen, zu sagen, nein, bis ausgerechnet im Jahr 1999 ein Grüner, Joschka Fischer, durch den völkerrechtswidrigen Kosovo-Krieg sich dafür einsetzte, dass Deutschland ohne UNO-Mandat Jugoslawien bombardierte. Die Grünen sind schon lange keine Friedenspartei mehr. Sie sind allenfalls die heuchlerischste aller Kriegsparteien. Baerbock hat sich im Deutschen Bundestag fast 50 Mal für deutsche Militäreinsätze im Ausland eingesetzt. Das ist doch keine Friedensministerin, eine Kriegsministerin. Wir sind gegen Krieg, weil Krieg immer eine Niederlage der Politik ist. Wir sind gegen Krieg, weil Krieg immer eine Niederlage der Zivilisation ist. Wir sind gegen Krieg, weil Krieg immer eine Niederlage der Menschlichkeit ist. Wir sind gegen Krieg, weil Krieg Terrorismus ist. Egal von welcher Seite, auch von Seiten der NATO.
Freunde, ich habe aufgrund meines biblischen Alters 18 blutige Kriege miterlebt und trage aus diesen Kriegen auch heute noch Geschosse und Geschosssplitter in mir. Ich habe in all diesen Kriegen eines gelernt: Es gibt keine anständigen Kriege. Es gibt kein anständiges Töten. Krieg ist immer eine Katastrophe, egal wer ihn beginnt und wer ihn weiterführt. Deswegen sind wir gegen Kriege. Und wir sind ganz selbstverständlich auch gegen den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Ganz selbstverständlich. Aber wir sind auch gegen diejenigen, die diesen Krieg provoziert haben, bewusst provoziert haben. Und gegen diejenigen, die statt nach Friedenslösungen zu suchen, jetzt ständig schweres Kriegsmaterial in die Ukraine tragen. Da sind wir genauso dagegen. Und wir fragen uns, sind es demnächst Kampfflugzeuge? Oder wann beschließen Baerbock und Zelensky, weitreichende Raketen zu fordern, die Moskau erreichen können? Das ist doch irre, was da abgeht. Das ist doch völliger Wahnsinn. Irrsinn. Der Westen hatte die Möglichkeit, was sehr häufig vergessen wird, der Westen hatte die Möglichkeit, diesen Krieg zu verhindern und zu beenden. Zum Beispiel, was viele nicht wissen, was unsere Medien nicht zugeben, unsere Politiker nicht zugeben, zum Beispiel Ende März, ich war da gerade in der Ukraine, in Istanbul, als die Unterhändler von Putin und die Unterhändler von Zelensky sich auf die Umrisse eines Friedensvertrages geeinigt hatten. Und dieser Friedensvertrag, dieser Umrisse sah vor, einen russischen Truppenrückzug auf der einen Seite gegen den Verzicht der Ukraine auf eine NATO-Mitgliedschaft. Das war fixiert bis Anfang April, Boris Johnson in Absprache mit den Amerikanern zu Zelensky gefahren ist und hat gesagt, mach das nicht, tritt das in die Tonne, du kriegst von uns alles, was du an Waffen brauchst. Der Westen wollte diesen Krieg, der Westen wollte diesen Frieden nicht, der Westen wollte Krieg und der Westen will weitermachen, weil Russland noch nicht genug kaputt ist. Das angebliche moralische Hauptargument der deutschen Waffenlieferungsfreunde, kennen Sie ja alles, lautet, man könne bei einem so schrecklichen Krieg doch nicht einfach tatenlos zusehen. Damit kommen Sie ja immer, aus Gründen der Menschlichkeit. Und das ist ja ein Argument, was man gesinnungsethisch nachvollziehen kann, verantwortungsethisch, wenn es aufs Ergebnis ankommt. Geht es schon nicht mehr. Das ist das Argument der Grünen. Mal gerade überlegen, dass wir nicht täuschen. Der SPD ist es ja nicht zu fassen. Das war mal eine Friedenspartei. Das ist das SPD, der das Argument der Waffenlieferanten. Moralisch zu argumentieren und sagen, da können Sie doch nicht zuschauen. Aber dieses Argument ist zutiefst unehrlich. Es ist zutiefst unehrlich. Denn wenn Mitleid der moralische Kompass dieser Regierung wäre, dieser Ampel, dann könnten die Ampelpolitiker beispielsweise auch nicht tatenlos zuschauen, wie seit 7 Jahren Saudi-Arabien das Nachbarland Jemen in Grund und Boden bombt mit unseren Waffen. Das sind amerikanische Flugzeuge, Eurofighter und so weiter.
kein einziger Ampelpolitiker hat jemals gesagt, aus Mitleid müssen wir die Menschen im Jemen jetzt militärisch unterstützen. Nie. Das Argument gilt nur gegen Russland. Ganz im Gegenteil. Und das ist etwas, was mich immer wieder bitter berührt. Ganz im Gegenteil. Scholz ist im September letzten Jahres der Mann, der gesagt hat, mit den Russen und mit Putin kann man keine Geschäfte machen, mit so unanständigen Leuten. Der Mann fährt nach Saudi-Arabien und macht mit Mohammed bin Salman einen Deal, bittet ihn um Gas und Öl. Und als der sagt, ja, ich will aber auch was haben, gibt er ihm die Zusage, dass er für seine Bomber, mit denen er den Jemen bombardiert, in Zukunft deutsche Munition bekommt. Das hat der deutsche Bundeskanzler gemacht. Das ist eine Schande. Das ist eine so unvorstellbare Schande. Stellen Sie sich vor, er geht hin und sagt, aber ihr kriegt von mir Munition, wenn ich Erdgas und Erdöl bekomme. Das ist Beihilfe zum Mord, Herr Bundeskanzler. Mir wird immer schlecht, wenn ich von diesem Fall berichte, weil ich im Jemen im Krieg war, weil ich die amerikanischen, französischen, europäischen, britischen Bomber über mir hatte und weil ich gesehen habe, wie die Kinder da sterben, weil sie verhungern. Und da geht dieser Mann hin und sagt, du kriegst Munition, wenn ich Erdgas bekomme. Furchtbar. Was für eine Heuchelei. Liebe Freunde, wir haben in Deutschland schon lange keine echten Außenpolitiker mehr. Keinen Brandt, keinen Schmidt, keinen Genscher. Wir haben nur noch Scholz und Baerbock. Wir haben nur noch Scholz und Baerbock, die nicht wissen, dass die Kunst deutscher Außenpolitik nicht darin besteht, sich in fremde Kriege hineinzudrängen. Die Kunst deutscher Außenpolitik besteht darin, unser Land aus fremden Kriegen herauszuhalten. Das ist Außenpolitik. Was würden denn die USA sagen, wenn Russland mit den Nachbarn der USA, Venezuela, Mexiko, Kuba Militärbündnisse schließen würde und Amerika dadurch bedrohen würde? Die USA-Führung würde das doch nie zulassen. Das haben wir doch in der Kuba-Krise gesehen, als sie ihre Atomraketen und ihre Atomwaffen scharf gemacht haben. Nie würden sie das zulassen. Aber Russland muten sie es zu. Und das führt zu dem Fazit, dass es der NATO und auch unserer und Amerika und auch unserer Bundesregierung nicht um die Ukraine geht. Es geht ihnen um Russland und im Auftrag Russlands, im Auftrag Amerikas wollen sie Russland fertig machen. Das ist das Kernziel. Und das machen wir nicht mit. Das ist die amerikanische Agenda. Und ich frage mich, warum macht da eine deutsche Regierung mit? Warum? Warum macht eine deutsche Regierung amerikanische Politik? Warum? Weil wir nicht frei sind. Warum? Trotz 27 Millionen bereits getöteter Bürger der früheren Sowjetunion, trotz der Gefahr, dass dieser Krieg eskaliert und zu einem großen Krieg wird, sogar zu einem Atomkrieg werden könnte. Warum? Für die Amerikaner ist das nicht gefährlich. Die sind weit weg. Warum macht eine deutsche Regierung so etwas mit? Warum? Weil die Amerikaner
das angesagt haben und weil Scholz, Baerbock und Co. keinen Arsch in der Hose haben, weil sie keine... weil sie die deutschen Interessen nicht vertreten. Liebe Freunde, dass man sich gegen, ich habe auch mit Amerikanern verhandelt, mit amerikanischen Verteidigungsministern, dass man sich gegen amerikanische Wünsche wehren kann, beweist das Beispiel Japan. Japan, das ein ähnliches Schicksal hat wie wir, Kriegsmacht im Zweiten Weltkrieg mit furchtbaren Verbrechen. Japan wurde von der amerikanischen Führung aufgefordert, ihr seid doch jetzt mit im Boot. Ja, ihr seid mit im Club. Haben die gesagt, klar, wir verurteilen den Krieg Russlands und die kriegen auch Sanktionen für uns. Nur eine Ausnahme. Wir brauchen Gas und Öl. Und wir fördern, wir Japaner, wir fördern zusammen mit Russland auf Sachalin, einer Insel vor Sibirien, wir fördern gemeinsam Erdgas und Erdöl. Und, also Entschuldigung, liebe Amerikaner, das liegt nicht in unserem Interesse, darauf zu verzichten. Wir schießen uns doch nicht ins eigene Bein. Und sie haben Nein gesagt. Warum hat unsere Regierung nicht Nein gesagt? Weil sie keine Kerle sind. Weil sie keine standhaften Frauen haben. Und nur zum Beispiel Japan. Weil diese Beispiele wichtig sind. Sie finden sie ja nicht in unseren Medien und bei unseren Politikern. Die Japaner, ganz enger Bündnispartner der Amerikaner, schicken auch keine schweren Waffen. Die schicken zwar ein paar Drohnen, unwichtige, sie schicken in erster Linie Schutzwesten und Schutzhelme. Hallo! Hallo! Die schaffen es doch! Warum schaffen es unsere Leute nicht? Perfekt sein wollen. Das ist das Warum? Ja. Ja, aber die Japaner sind ja auch nicht mächtig. Brandt und Schmidt hätten da nie mitgemacht. Die hätten Scholz längst aus der Partei geworfen, wenn er Panzer gegen Russland gefordert hätte. Das waren doch Kerle. Liebe Freunde, Krieg ist nie heldenhaft. Deswegen waren Brandt und Schmidt gegen Krieg. Krieg ist nie tapfer. Krieg ist nie bewundernswert, wie unsere rot-grünen Sofastrategen schwärmen, wenn sie vom Kampf der Ukrainer sprechen. Krieg ist, wenn ein weinender Vater sein durch Kugeln zerfetztes Kind auf den Armen ins Krankenhaus trägt. Krieg ist, wenn eine Frau zum letzten Mal das Tuch von ihrem getöteten Mann nimmt, um noch einmal sein Gesicht zu sehen. Krieg ist, wenn weinende Kinder sich verzweifelt auf den Körper ihrer toten Mutter werfen. Das ist Krieg. Und zwar und schrecklich, und zwar egal, gleich schrecklich, egal ob wir Opfer Russen oder Ukrainer sind. Wer redet denn? Warum spricht denn keiner davon, dass im Donbass seit 2014 mehrere tausend Russen von Ukrainern getötet worden sind? Warum spricht keiner darüber von unseren Politikern? Das sind doch auch Menschen. Russen. Das alles ist Krieg. Und nicht das aufgemotzte Auftreten von Frau Baerbock, die immer für 7.500 Euro im Monat eine Stylistin neben sich hat und die sich vor jedem Auftritt auch in der Ukraine nochmal neu schminken lässt, weil sie denkt, Krieg sei eine Show. Frau Baerbock, Krieg ist keine Show! Krieg ist eine Katastrophe!
nur zur Erinnerung, wenn ich Frau Baerbock direkt anspreche, die hier irgendwo in der Nähe herumkurft. Zu Ihrer Erinnerung, Sie haben einen Eid geschworen, als Außenministerin Deutschlands und nicht als Kriegsministerin der Ukraine. In diesem Krieg geht es sehr viel um Geostrategie. Russland will sich aus der Umklammerung durch die NATO befreien. Russland will die Kontrolle, das muss man ganz offen sagen, über das Schwarze Meer gewinnen, zurückgewinnen. Und Russland will Weltmacht bleiben. Die USA aber wollen drei Dinge. Und die sollte man wissen. Erstens wollen sie ihren Konkurrenten Deutschland wirtschaftlich so weit wie möglich zurückdrängen. Ziel der Amerikaner. Zweitens, sie wollen ihren Rivalen Russland endgültig ausschalten, um dann drittens die Hände frei zu haben, um sich auf China zu konzentrieren und selbstverständlich auch China fertig zu machen. Ist doch ganz klar. Das sind die geostrategischen Ziele der USA. Das ist Imperialismus in Reinkultur. Und die Ampel macht das alles mit. Die Ampel ist längst Mitläufer der USA. Und die Zeitenwende, von der dieser Bundeskanzler Scholz ständig spricht, ist doch nur ein beschönigendes Wort für die totale Kapitulation und Unterwerfung dieser Regierung unter die Interessen der Amerikaner. Hatten die nicht geschworen, dem Wohle Deutschlands zu dienen, dem Wohle des eigenen Landes? Was ist denn mit dem Amtszeit? Liebe Freunde aus Nord und Süd, wir kritisieren nicht, dass die Ampel den russischen Krieg kritisiert. Das tun wir ja auch. Wir kritisieren, dass die Ampelpolitiker nie die amerikanischen Angriffskriege genauso kritisiert wie den Irakkrieg, in dem Millionen Iraker umgebracht wurden. Die Ampel will Strafgerichtshöfe für Kriegsverbrechen der Russen. Einverstanden. Aber warum will diese Ampel kein Sondertribunal für den größten Kriegsverbrecher, nämlich George W. Bush? Die größte Gefahr für den Weltfrieden geht doch nicht von Russland oder China aus, so gefährlich die auch sein mögen. Die größte Gefahr für den Weltfrieden geht von den USA aus. Wer hat denn die meisten Kriege, Angriffskriege nach dem Zweiten Weltkrieg geführt? Die USA. Wir, ihr alle. Und ich, wir wollen Frieden. Auch mit Russland. Ja, mit Russland. Frieden mit Russland. Ohne Russland wird es nie Frieden in Europa geben. Ich weiß, die USA sehen das ganz anders. Hauptziel der amerikanischen Außenpolitik seit über 100 Jahren war es immer, zu verhindern, dass Deutschland und Russland eine Partnerschaft bilden, weil wir zusammen zu stark wären. Und jetzt haben wir alles erreicht. Sie haben erreicht, dass wir schwere Waffen gegen Russland liefern. Aber was machen diese drittklassigen Sofastrategen der Ampel? Wenn die russische Führung
die Panzertransporte nicht erst in der Ukraine angreift, sondern wenn sie sie schon auf deutschem Boden oder auf polnischem Boden angreift. Was machen die dann? Diskutieren die dann mit dem amerikanischen Botschafter, dass es nicht nett wäre? Oder mit dem russischen? Die haben doch keine Lösung. Was macht diese Ampel, wenn die russische Führung zum Ergebnis kommt, jetzt muss sie nukleare Gefechtsfeldwaffen in der Ukraine einsetzen? Was machen wir denn dann? Dann sind wir mitten im Atomkrieg. Diese Leute haben doch keine Strategie. Wir sind auf einer Rutschbahn in den Dritten Weltkrieg. Und diese Regierung bietet keinen Halt. Und deswegen bekämpfen wir sie. Müssen sie bekämpfen. Liebe Freunde, ich nähere mich dem Ende und sage, wir müssen diesen Irrsinn stoppen. Wir müssen den Wahnsinn stoppen. Wir brauchen einen Friedensvertrag. Wir brauchen einen Friedensvertrag. Und natürlich weiß ich, dass ein Friedensvertrag mit Russland und Amerika und der Ukraine, dass das alles schwer ist. Aber ich halte es da mit Helmut Schmidt. Es ist besser, 1000 Stunden, es ist 1000-mal besser, 1000 Stunden zu verhandeln, als eine Stunde Krieg. Wann lernt diese Regierung? Ich würde, und Sie wahrscheinlich auch, mit dem Teufel verhandeln, wenn wir dadurch Frieden erreichen können. Ja, mit dem Teufel, mit jedem. Frieden ist ein so hohes Gut. Ich habe Ihnen ja geschildert, was Frieden in der Praxis heißt. Und deswegen möchte ich zum Schluss kurz, damit hier nicht nur Kritik kommt, die Elemente einer Friedenslösung aus meiner Sicht nennen. Die Elemente einer Friedenslösung könnten sein, erstens, ganz banal, ein sofortiger Waffenstillstand. Leute. Zweitens, ein Rückzug der russischen Streitkräfte auf die Linien des 23. Februar, allerdings mit klaren Sonderregelungen für den Donbass, wo es freie, von den Vereinten Nationen oder von der OSZE überwachte Wahlen oder Volksabstimmungen geben könnte, sodass die Menschen, dass nicht die NATO, sondern die Menschen im Donbass entscheiden können, ob sie Russen sein wollen, was wahrscheinlich ist, oder ob sie Ukrainer sein wollen. Und der dritte Punkt einer solchen Friedenslösung, die man ja wenigstens mal andeuten muss, ist der Verzicht der Ukraine auf einen NATO-Beitritt. Das geht nicht und wird nicht kommen. Wir müssen das verhindern. Das ist eine Schnapsidee aus dem Jahr 2008 von George W. Bush. Und im Zusammenhang von Bush, mit Bush darf man ja das Wort Schnaps verwenden. Und fünftens könnte ein Element eines solchen Friedensvertrages sein, ein mächtiger Marshallplan statt mächtiger Kampfpanzer und mächtiger Kampfjets. Und bei der Finanzierung dieses Marshallplans sollten die am meisten zahlen, die am meisten jetzt für Waffen in der Ukraine ausgeben. Das wären die USA. Frieden ist möglich, wenn man ihn will. Und deswegen rufen wir dieser Sicherheitskonferenz, rufen wir Biden, Macron, Scholz zu, erfüllt eure verdammte Pflicht und Schuldigkeit und verhandelt mit Putin zu eurer Pflicht. Die Ampel aber warnen wir und warne ich, und ich meine es sehr ernst, und was jetzt kommt, ist sehr ernst.
Die Ampel warnen wir und warne ich. Wir werden nicht tatenlos zuschauen, wie ihr unser Land in einen dritten Weltkrieg treibt. Wir werden nicht tatenlos zuschauen. Ihr gefährdet, ihr würdet durch einen dritten Weltkrieg, manche sagen, wir stecken schon mittendrin, ihr würdet durch einen dritten Weltkrieg nicht nur Millionen von Menschenleben gefährden, sondern auch die demokratische, rechtsstaatliche Grundordnung unseres Landes, von der in einem dritten Weltkrieg überhaupt nicht mehr übrig bliebe. All das gefährdet die Ampel, wenn sie diesen Weg weiterführt und wenn sie uns in einen dritten Weltkrieg hineinrutschen lässt. Und achten Sie auf jedes Wort, was ich jetzt sage. Unser Grundgesetz, ich will da auch von den Medien nicht falsch interpretiert werden, unser Grundgesetz bezieht eine kristallklare Position gegenüber allen, die die Grundordnung unserer Verfassung gefährden. Unmissverständlich heißt es in Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes, gegen jeden, der es unternimmt, diese rechtsstaatliche, demokratische Grundordnung zu beseitigen, haben alle Deutsche das Recht auf Widerstand. Widerstand, sagt das Grundgesetz. Widerstand. Dass Widerstand viel mehr ist als Demonstrationen, als diese grandiose Demonstration hier und als Kundgebungen. Als Verfassungspatriot, ich stehe zu unserem Grundgesetz, sage ich, wenn uns die Ampel zum Beispiel durch direkte Angriffe auf Russland oder auf Moskau in einen dritten Weltkrieg führt, werden wir ihr in den Arm fallen und Widerstand leisten. Zweimal hat Deutschlands Bevölkerung einem Weltkrieg tatenlos zugeschaut. Ein drittes Mal werden wir nicht tatenlos zuschauen. Wir müssen diesem Krieg ein Ende setzen, bevor dieser Krieg uns ein Ende setzt. Und dazu seid ihr da. Willy Brandt hat gesagt, Frieden ist nicht alles. Aber ohne Frieden ist alles nichts. Und deshalb werden wir, ihr und ich, nie aufhören, für den Frieden einzutreten und die Kriegspolitik dieser Ampel zu bekämpfen. Wir wollen Frieden. Frieden für die Ukraine. Frieden für Russland. Frieden jetzt. Peace now. Peace now. Jetzt. Heute. Peace now. Danke Ihnen. Schön an Jürgen Thurnhöfer, der hier mutig war, als Sprecher mit uns einsteht für den Frieden. Danke Jürgen, du machst uns gut. Bye.
hush, my darling, don't fear, my darling, the viper sleeps at night. Mother.